Ja, hier ist echt wirklich alles mückenverseucht. So, Empfehlung nur laufen, wenn es windig ist. Ja, also das letzte Mal, wie ich hier spazieren gegangen bin, da ging das Wasser wirklich hier bis zum Rand. Da ist eine Schildkröte. Ich weiß nicht, ob man die jetzt erkennt. Ich zoome mal ein bisschen ran. Da ist sie. Wenn ich mit meinen Füßen hier rüber komme, habe ich heute ein paar Flipflops mit und der Herr Pavel ein paar Badelatschen. Sehr schön. Stauen jetzt unsere Schuhe an den Rucksäcken und dann können die ein bisschen lüften und dann gehen wir hier so rüber. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht. Aber schön. Ganz Wiese ist voll mit Mondblumen. Da klettert er, todesmutig. Ja, von da sind wir runtergekommen. Da liegen so ein paar Sachen angespült. Ich denke jetzt durch den Sturm. Ja, und sonst ist das ein sehr schöner Strand. Ne? Oben hat man so eine kleine Bucht, so eine Enge. Ja, und da kommen die Wellen rein. Da läuft er, der kleine Pavel. Huch. Ja, da auf der anderen Seite ist die kleine Bucht. Das ist das alte Grab. Und das da ist die Ochsenbauchbucht. Archaeological Site. Archäologische Seite? Ach, hier ist was Altes. Ein altes Grab. Kann man gar nicht mehr lesen. Und da ist the front door. Ich gehe da jetzt mal nicht hin. Ich bin nämlich schon total zerstochen. Todesmutig sind wir über den Zaun geklettert. Wir scheuen hier keine Gefahren. Aber wir fahren da mal los. Wollen wir mal zeigen, ne? Pass mal auf. Beim Rumdrehen schubst ich ein Pavel noch einen Hang runter. Da, ob wir da wieder durchkommen. Also wirklich, also das ist eine heikle Angelegenheit gewesen. Hier. Das kriegen wir schon hin. Da oben ist die Höhle. Und da wollen wir jetzt noch hin. Geht's jetzt durch? Da drüben. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt sieht. Wir wuseln uns jetzt auf jeden Fall hier durch die Dünen. Der Pavel hat sich auch die anderen Schuhe angezogen. Und jetzt kraxeln wir mal noch da hoch zur Höhle. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man hier hochläuft. Das ist nämlich die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man das sieht, geht das hier berghoch. Aber sehr schön. Ja, da ist die Cave. Und da gehen wir jetzt hin. Sollen wohl früher die Tiere gehalten worden sein. Hier sind wieder Disteln, mein bester Freund. Mückenverseuchten Gebiet. Tut sich der Pavel erstmal ganz seelenruhig die Schürchen binden. Ne? Da ist die Höhle. Wollen wir mal gucken. Ja. Schön, ne? Ja, die gehen noch tiefer rein. Pavel meinte gerade, das sind lauter Wespen. Da sind wir hoch und hier schwitzen wir uns jetzt weiter hoch. Und da geht es jetzt hoch. Ja, also ich gehe mal. Ne? Da muss man sich ganz schön durchwuseln. Sehr, sehr eng. Vor allen Dingen für große Menschen. Ja, so.
Und schon ist er durch den Hintereingang. In der Burg.